Wir leben in einer Gesellschaft, ich nenne das so Like-Gesellschaft. Heutzutage müssen alle irgendwie prahlen und darstellen, nach vorne setzen und leben davon, dass andere Menschen es bestätigen. Denn jeder sucht irgendwo Bestätigung. Ja, die ganze normale Gesellschaft, ganz normale Menschen, die stellen ihr Leben bloß oder offenbaren ihr Leben und ihre Lebensart, um bestätigt zu werden. Sonst fühlen sie sich nicht zufrieden. Und das Ganze, das sieht man ja durch die ganze soziale Medien, weil soziale Medien ist ja an sich, klar, immer das Internet an sich ist sowieso, wie ein bosnischer Scheich mal gesagt hat, ich glaube, das war Safet Kuduzovic, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ist ein Schwert mit zwei Spitzen. Du kannst Gutes tun, du kannst Schlechtes tun. Und diese soziale Medien ist genauso. Denn ich kann mir vorspielen, dass ich Dauer mache, aber du kannst auch vieles anderes da leider tun. Und die sind sowieso ein Beweis für sich. Ein Beweis für sich, dass die Medien dass die Leute in Bestätigung suchen. Ja, Facebook-Profile und Instagram-Profile sind dafür geschaffen. Dieser Gefällt-mir-Button ist einer der wichtigsten überhaupt. Jeder schaut darauf, wie oft wurde etwas angeschaut und wie oft wurde es geliked. Ob man das mag oder nicht mag, ist das angekommen oder nicht. Bestätigt zu werden von Menschen, die man gar nicht kennt. Also, das geht sich ja gar nicht mehr um den eigenen Rahmen von Leuten. Außerhalb. Du kennst ihn, also derjenige kann aus Indien, aus Amerika, aus Alaska kommen, spielt keine Rolle. Ja, normalerweise hat das früher keinen interessiert, so, was Leute im anderen Ende der Welt gesagt haben über einen. Oder was die über dich gedacht haben. Ja, ich bin in einer Gesellschaft groß geworden damals, da gab es noch nicht Facebook und die ganzen sozialen Medien. Nun ist das Problem, dass das Ganze auch bei uns Muslimen rübergewappt hat. Obwohl wir wissen, dass wir nur einen gefallen müssen, machen wir das auch. Und viel schlimmer als das, ist es auch in der Dauer passiert. Oder wenn das, was wir für Islam machen, das, was wir für Islam machen, denken wir, ist es nur dann erfolgreich, wenn vielen es gefällt. Und das ist ein Problem, weil normalerweise Quantität nie eine Rolle gespielt hat. Quantität hat nie eine Rolle gespielt, auch in einem Vortrag. Ein Vortrag ist nicht dann erfolgreich, wenn 500 Menschen da sitzen oder 1000. Das spielt gar keine Rolle, weil wenn 500 Menschen da sitzen und nur einer zuhört, spielt keine Rolle, ob nur die eine Person da ist oder das alles andere ist nur Auge. Das ich sehe und mir gefällt es. Genauso ist es aber auch in einem Beitrag. Wenn du 500 Likes drauf hast, auf diesem Beitrag, aber aus den 500 Likes hat nur einer daraus was gezogen, nur einer hat daraus Nutzen genommen, ist es genauso erfolgreich, ob die 500 da sind oder nicht. Aber das ist eine Problematik, die du heutzutage siehst. Ich sehe Geschwister, sie machen irgendwas für Islam und wenn das Ding nicht in die Höhe schießt, ja, wie nennen die das immer? Viral, wenn das nicht so richtig durch den Netz gegangen ist, ist das dann nicht erfolgreich gewesen. Ich hörte Sheikh Arifi, ich glaube, da war ich da, glaube ich, da war er in Holland. Da hat er erzählt, und davon redet er, dass du nicht immer den Segen oder den Nutzen einer Sache direkt sehen kannst. Der hat gesagt, ich habe mal im Internet einen Vortrag vorbereitet und ich bin in einen Blog reingekommen. Und da gab es einen Text, den ich entnommen habe. Diesen Text haben vielleicht 2, 3 Leute gelesen gehabt. Also die Views, die Leute, die den besucht haben, waren 2, 3 Leute. Ich war Nummer 3 oder Nummer 4 war er selbst. Und diesen Text hat er gesagt, ich habe so viel Nutzen aus diesem Text gezogen. Ich habe vor tausenden Menschen gesprochen. Immer wieder erwähne ich Sachen aus diesem Text und gebe es wieder und gebe den Leuten das mit. Vielleicht diese Person, die das geschrieben hat oder hochgeladen hat, denkt, guck mal, 3 Leute haben dieses Ding, hat keinen Nutzen. Aber große Nutzen gehabt. Aber besonders hierin stört mich, dass wir vergessen, dass wir eigentlich nur Allah subhanahu wa ta'ala gefallen müssen. Yani, den einen Like muss auch nur Allah geben. Wenn eine Sache Allah nicht gefällt, ist es faules Hobbs. Kannst nichts mit anfangen. Wenn am Tag der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst und nicht nur für den Da'i oder für den Sprecher, yani auch für die anderen Leute, für die Muslime, du machst ja auch Taten. Yani, unser Leben besteht aus Wort und Tat, was wir Allah bringen werden. Das ist, was wir mitnehmen im Grab. Und das ist, was wir vorstellen, wenn am Tag des Gerichts. Wenn Allah Azza wa Jalla die Sache nicht gefallen haben, dann war das nichts. Dann können wir nichts damit anfangen.
Und wir können nicht krasser oder schneller Taten zerstören, außer wir suchen Bestätigung bei anderen.